Beim Schach gibt es bekanntlich 64 Felder und 32 Figuren. Aber wie viele mögliche verschiedene Schachpartien gibt es eigentlich? Nun, zehn hoch 120 mögliche verschiedene Schachpartien. Ganz so alt ist die deutsche Schule Prag natürlich noch nicht, aber immerhin 30 Jahre. Ja, und obwohl zurzeit die Kantine der Schule natürlich geschlossen hat, geht es heute um Spieße und Gabeln. Spieße und Gabeln beim Schach, was hat das miteinander zu tun? Naja, Spieße und Gabeln sind sogenannte taktische Elemente beim Schach. Und da werde ich euch heute ein paar Beispiele zeigen. Ich habe hier schon einen sogenannten Spieß aufgebaut. Ihr seht, dass der weiße Läufer die schwarze Dame bedroht. Das ist an sich noch kein Problem für Schwarz. Schwarz kann einfach wegziehen. Aber dahinter steht der schwarze Turm. Und Schwarz kann es nicht verhindern, dass der geschlagen wird. Das nennt sich Spieß, weil der weiße Läufer die beiden schwarzen Figuren wie einen Spieß aufspießt und weiß dadurch natürlich einen großen Vorteil erlangt. Ich zeige euch jetzt ein zweites Beispiel eines Spießes. Dafür muss ich das Brett eben kurz umbauen. Okay, was ihr hier seht, ist ein sogenannter absoluter Spieß. Ihr seht, dass der schwarze Läufer dem weißen König Schach gibt. Das heißt, er muss wegziehen. Der König muss aus dem Schach raus, könnte er etwa hierhin ziehen. Und ihr seht, dass der schwarze Läufer die weiße Dame nehmen kann und Schwarz hat dann natürlich gewonnen. Also probiert doch mal beim nächsten Spiel euren Gegner aufzuspießen. Das zweite taktische Element, was ich euch zeige, ist die sogenannte Gabel. Und dazu muss ich jetzt auch erstmal wieder eine neue Position aufbauen. Okay, weiter geht's mit der Gabel. Ja, wenn es zu dieser Position gekommen ist und Weiß am Zug ist, dann hat Schwarz schon einige Fehler gemacht. Weiß zieht hier natürlich den Läufer F4 auf E6. Und ihr seht nun, warum das Ganze Gabel heißt. Wie die Zinken einer Gabel greift der Läufer den Turm auf C7 und die Dame auf G7 an. Beide Figuren sind bedroht, Schwarz kann nur eine retten. Er wird hier natürlich die Dame retten, weil die mehr wert ist, egal wo er sie hinzieht. Und Weiß kann jetzt den Turm schlagen. Schwarz kann den Springer zurücknehmen, aber Weiß hat jetzt zwei Bauern mehr und wird das Spiel wahrscheinlich gewinnen. Okay, ich zeige euch noch ein weiteres Beispiel von einer Gabel. Dafür muss ich wieder die Figuren umstellen. Okay, so, was ihr jetzt seht, ist die sogenannte Bauerngabel. Ihr seht in dieser Position den weißen Bauern auf D4. Stellt euch vor, Weiß ist am Zug und er spielt natürlich D5. Wie die Zinken einer Gabel wieder werden beide Türme hier aufgegabelt. Schwarz kann einen der Türme retten und wegziehen, aber Weiß nimmt sich natürlich einen weiteren Turm. Das ist hier eine Bauerngabel. Und ein letztes Beispiel noch für eine Gabel jetzt. Okay, hier das letzte Beispiel einer Gabel. Diese Gabel hat einen ganz ulkigen Namen und heißt Familienschach. Denn schaut euch die Position an und stellt euch vor, Weiß ist am Zug, Schwarz hat einen Riesenfehler gemacht. Weiß zieht natürlich den Springer von F4 auf E6, bedroht den König, gibt also Schach, bedroht die Dame und bedroht den Turm. Schwarz muss natürlich den König aus dem Schach ziehen und Weiß kassiert die Dame und steht schon wieder etwas besser da. Das ist das sogenannte Familienschach. Ja, das waren also zwei taktische Elemente, Spieß und Gabel. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, also wenn ihr euren Gegner aufspießen oder aufgabeln wollt, dann fragt doch einfach mal Freunde oder Familie, ob sie spielen wollen. Und auch im Internet könnt ihr gegen den Computer oder gegen echte Menschen kostenlos spielen. Und natürlich gibt es auch an unserer Schule eine Schach-AG, wo ihr herzlich willkommen seid.